Need for Speed Underground 2 ist eines der besten und beliebtesten Rennspiele jemals. Jedoch gibt es in diesem Spiel einige Sachen, von denen ich bis vor kurzem selber nichts wusste, da ich damals selber als kleines Kind noch nichts übers Internet wusste, sondern einfach nur an meiner Konsole gezockt habe. Deswegen gehe ich davon aus, dass es einigen von euch eventuell genauso geht und deswegen schauen wir uns heute mal ein paar Sachen an, die du eventuell noch nicht über Underground 2 wusstest. Das waren noch Zeiten, als es echte Cheatcodes gab. In allen möglichen älteren Spielen gab es früher immer wieder sehr interessante Cheatcodes, die man verwenden konnte. Dazu musste man das Game ganz einfach starten und warten, bis hier die Eingabeanimation kommt. Denn dann konnte man in diesem Screen durch Drücken verschiedener Kombinationen am Controller oder auch durch Eingabe gewisser Buchstaben am PC geheime Sachen freischalten. Hier siehst du einmal eine Seite, die ich verlinkt habe, wo man hier einige Codes sieht, die für alle Konsolen und auch für PC funktionieren mit den verschiedenen Kombinationen. Hier habe ich dann zum Beispiel einmal Tune Japan Tuning eingegeben, um ein geheimes Sponsorenauto freizuschalten. Und wenn du alles richtig gemacht hast, hörst du dann dieses Bestätigungsgeräusch. In meinem Beispiel muss ich jetzt hier nur noch auf Quick Race gehen und ein Rennen auswählen und dann hast du die Möglichkeit hier zwischen verschiedenen Autos auszuwählen und wenn du hier oben rechts, wo alle Wagen stehst, einmal ein paar Mal weiter drückst, findest du jetzt hier die Kategorie Sponsoren, wo du zwischen 6 verschiedenen Sponsorenautos auswählen kannst. Diese Sponsorenautos sehen ziemlich cool aus, haben einzigartige Lackierungen und sind teilweise wirklich echt lahm. Ein paar weitere coole Cheatcodes, die man auch zur Verfügung hatte, war, dass man hier ein paar geheime Vinyls freischalten konnte, wie zum Beispiel ein Burger King Vinyl. Ich weiß nicht, wer das auf sein Auto drauf klatschen will, aber okay. Dann gab es noch ein paar Codes, womit man die ersten Performance Upgrades direkt freischalten konnte und einmal 20.000 Startguthaben für die Karriere. Wenn man Need for Speed Underground 2 startet, sieht man hier ja immer Rageds 350Z, aber es gibt einen kleinen Bug, wodurch man ein bisschen mehr zum Beta-Content von Need for Speed Underground 2 erfahren kann. Und zwar musst du hier einmal auf Karriere laden gehen und musst hier schon ziemlich fortgeschritten auf diesem Account sein und dann musst du hier auf Sponsoren gehen, hier den ersten Sponsor einfach einmal anklicken und danach hier wieder zurück zum Hauptmenü gehen. Dann sollte jetzt hier anstatt Rageds Nissan 350Z ein roter RX8 sein. Hierbei soll es sich wohl um die Beta-Version von Rageds Auto handeln, was auch durch diesen Screenshot, der eine Beta-Version von Rageds Auto zeigt, bestätigt wird. Einer der bekanntesten Glitches in Need for Speed Underground 2 ist definitiv der Flughafen-Glitch, den ich bis vor kurzem selber nicht kannte. Hierzu muss man einfach auf Quick Race gehen und dann bei Underground Racing League hier die Strecke Flughafen 2 auswählen. Hier muss man das Ganze dann einmal auf rückwärts einstellen. Das ist nicht essentiell, aber da kommt man ein bisschen schneller an den Glitch und einmal die Gegner hier auf 0 stellen. Dann musst du das Rennen einfach starten und hier bis zur ersten Kurve fahren und dann von hier aus umdrehen und dich parallel zu dieser Wand hier positionieren. Jetzt musst du ganz langsam hier entlang fahren und leicht in die Wand reinlenken. Am besten schaust du dabei in den Rückspiegel. Nach ein paar Versuchen und mit ein bisschen Glück wirst du dann hier durch diese Wand durchgebackt. Wenn du das Ganze zum ersten Mal machst, kann das aber wirklich ein bisschen dauern. Jetzt musst du nur noch hier entlang fahren und schon kannst du auf dem Flughafen hier frei rumfahren, deinen Topspeed testen und ein bisschen die Gegend erkunden und sogar die Flugzeuge von nahem betrachten. Wie ich finde, ein echt cooler Glitch zum Erkunden. Da die meisten, die Need for Speed Underground 2 zocken, höchstwahrscheinlich die Musik laut aufgedreht haben, werden sie von dieser Sache noch nicht wirklich was gehört haben, denn dafür muss man einmal die Musik in der Garage und auch in der Oberwelt ausmachen. Wenn du den Sound dann ausgemacht hast, hörst du, dass dein Auto in der Garage auch ab und zu hier ein paar Sounds macht. Ganz interessant ist hierbei aber auch, wenn du auf der Overworld rumfährst, begegnest du hier und da auch ein paar Autos, die auch einen fetten Beat haben. Hierbei handelt es sich um eine geheime Stadt in Need for Speed Underground 2, die man schon vor mehr als 10 Jahren an dieser Stelle hier von Jackson Heights gefunden hat. Zuerst dachte man, es sei einfach nur eine Textur oder eine Art Bug, aber wenn man einmal näher hier rangeht, sieht man, dass es sich wirklich hier um eine richtige Stadt handelt. Und durch ein paar Bugs und Tools hat man die Möglichkeit, auf diese Map zu kommen und diese zu erkunden. Wenn man hier einmal auf der Map drauf ist, sieht man auf den ersten Blick hier keinerlei Unterschiede. Nur ist es hier so, dass hier keinerlei Verkehrsautos sind. Hier sind nur KI-Gegner, die du herausfordern kannst. Die spawnen halt immer da, wo du in der Nähe bist. Auf der Map an sich gibt es aber beim genaueren Betrachten noch ein paar Unterschiede. Der größte Unterschied ist, dass diese Baustelle hier an dieser Stelle entfernt wurde und man direkt durch diesen Tunnel hier durchfahren konnte und das Ganze ist auch auf der anderen Seite natürlich entfernt worden. Warum dieser Tunnel jetzt im fertigen Spiel blockiert ist, ist unklar. Jedoch gehen viele davon aus, dass es sich hierbei um die Beta-Version der fertigen Map handelt, was auch wie ich finde sehr viel Sinn macht, denn es gab ja eine Beta-Map, die wir ja in der PS2-Demo
Demo-Version von Underground 2 einmal testen konnten. In Underground 2 gibt es eine Möglichkeit, Wheelies zu machen und das durch die Hydraulikfunktion. Hierzu muss man zuerst Hydraulikstufe 3 installiert haben und dann einmal kurz die Hydraulikfunktion aktivieren, indem man zweimal kurz R1 drückt auf der PS2 bzw. H und dann J am PC, das ist die Handbremstaste. Danach musst du entweder nach vorne oder nach hinten drücken und dann fängt dein Auto an, hier so zu bouncen. Je nachdem, ob dein Auto Vorder- oder Heckantrieb hat, kannst du hier immer abwechselnd Gas und Bremse drücken, um höher zu fliegen, und dann kannst du mit deinem Auto kurzzeitig entweder im Vorwärts- oder Rückwärts-Wheelie fahren, was komplett verrückt aussieht. Außerdem kannst du auch noch ganz viele andere coole und lustige Sachen mit der Hydraulikfunktion machen. Einfach hier dann im Kreis fahren und dann hüpft man hier so rum. Teilweise kann man damit auch ein paar Flips machen, was auf jeden Fall sehr lustig ist. In Japan gab es eine spezielle Version von Need for Speed Underground 2 namens Need for Speed Underground 2 Shadow. Diese Version wurde am 14. Juli 2005 veröffentlicht und ist damit 6 Monate später als das originale Need for Speed Underground 2 erschienen. Der Name Shadow soll hier an einen Künstler anlehnen, der die Lackierungen für die Firma Art Factory Graphics erstellt hat. Die größten Unterschiede zum Original Underground 2 sind hier die Ladescreens, die einmal komplett anders aussehen, und Rachels Nissan 350Z, der jetzt hier schwarz ist und mit einer anderen Lackierung, was wie ich finde aber trotzdem ziemlich nice aussieht. Und dazu gab es noch ein paar exklusive Vinyls, die es halt nur in dieser Version gab. Vom Gameplay hat sich das Spiel aber nicht großartig unterschieden, außer dass hier nochmal ein paar Autonamen anders benannt wurden, wie es halt in Japan üblich ist. Viele haben das Problem, dass die Need for Speed Underground 2 nicht zu 100% durchspielen können, denn hierbei handelt es sich nämlich um einen Bug im Spiel. Um das Ganze nämlich überhaupt auf 100% abschließen zu können, muss man nämlich die richtigen Sponsoren nehmen, damit man alle Events fahren kann. Und zwar muss man hier zuallererst den Toyo-Sponsor, dann Alphine, NOS und zum Schluss Greedy nehmen, denn nur dann kriegt man wirklich alle Rennen freigeschaltet. Insgesamt gibt es 223 Rennen, die man gewinnen muss, darunter auch einige SUV-Rennen, die man auf der Map nur finden kann, sobald man ein SUV gekauft hat. Hier gibt es aber auch einen kleinen Trick, und zwar kann man diese Rennen auch finden, wenn man in der Garage ist. Und zwar muss man hier auf Weltkarte gehen, dann sieht man hier nämlich verschiedene Stufen der Map, wo man alle Rennen, die man verpasst hat, nachholen kann und auch Rennen wiederholen kann, um zum Beispiel schneller Geld zu verdienen. Und hier findet man dann auch die SUV-Rennen, wie zum Beispiel dieses hier, was man dann auch mit einem normalen Auto fahren kann, ohne sich überhaupt ein SUV kaufen zu müssen. Wer also keinen Bock darauf hat, kann es auch so machen. Demos von Spielen waren ja früher gang und gäbe. Das war auch nicht anders bei der Demo für Need for Speed Underground 2, die es für Vorbesteller der PS2-Version gab. Für alle, die aber nicht diese Möglichkeit haben, gibt es auch heute noch eine Möglichkeit, diese Demo zu spielen, und zwar, wenn man Burnout 3 Takedown besitzt. Hier musste man dann einfach im Menü unter Extra gehen und hier unter Driver Detail, und hier findet man dann die Need for Speed Underground 2 Demo, die man dann zocken kann. Wenn wir die Demo einmal starten, sehen wir hier einmal ein komplett anderes Intro. Dieses Intro ist auch aus anderen Beta-Content bekannt. Nach dem Start des Spiels landen wir dann hier in einem Mitsubishi Lancer und können hier ein paar Rennen fahren und unser Auto etwas tunen, aber man hat natürlich hier nur relativ wenig Optionen zur Verfügung. Die Map an sich sieht auch ziemlich ähnlich aus, manche Gebäude sehen halt ein bisschen anders aus und wurden später entfernt, und die Farbverteilung wirkt generell auch ein bisschen anders. Und wenn wir hier einmal in den verschiedenen Tuning-Garagen drin sind, sehen wir auch, dass das ganze Design noch etwas vereinfachter aussieht und komplett anders aussieht als im fertigen Spiel. Ein paar verrückte Möglichkeiten mit der Hydraulikfunktion habe ich ja bereits schon gezeigt, aber es gibt noch einen anderen interessanten Bug, und zwar muss man dafür auch wieder Hydraulik installiert haben, am besten Stufe 3. Dann musst du dich einfach an eine beliebige Wand stellen und hier die Hydraulikfunktion aktivieren, also hier wieder R1 einmal nur drücken diesmal oder H auf der Tastatur, und dann musst du auf deinem Controller oben und unten abwechselnd drücken in einem kleinen Rhythmus, und wenn du es richtig gemacht hast, fliegst du dann nach kurzer Zeit hier komplett hoch. Falls du selber noch ein paar interessante Dinge über Underground 2 weißt, die man wissen sollte, schreib sie gerne mal in die Kommentare und schau als nächstes noch unbedingt dieses Video an, denn dort schauen wir uns an, was Need for Speed Underground 2 so perfekt gemacht hat.